Ziel erfassen. 20% mehr Strahlenschaden ist vielleicht nicht verkehrt. Und da noch mal Deflektoreffizienz. Hm. Also bis jetzt, sag ich mal, schaut es gar nicht mal so schlecht aus. Hm, ja, doch, doch. Könnte was werden. Schaut eigentlich sogar richtig gut aus. Bis auf die Raketen, die da jetzt kommen. Okay, das hat's dann, jetzt doch rausgerissen. Mist, das letzte Schiff hätten wir jetzt aber auch noch mitnehmen können, oder? Das ist ja wirklich nur noch ein Witz an Energie, was die haben. Hier, und jetzt hätte sogar die Zielerfassung hätte auf der mittleren Distanz auch noch seine Karte geschlagen. Ich weiß jetzt leider nicht, was das war. Aber es hätte eigentlich nicht schlecht ausgesehen. Ach komm, nee. Da stellt sich jetzt aber auch wirklich alles in den Weg gerade. So, jetzt... Mich regt das aber ein bisschen auf mit meiner Performance. Ich muss kurz entschuldigen, mal in die Optionen reinschauen. Grafiken? Schön. So. Ich dachte, das Ganze liegt ja einfach noch daran, dass ich ja hier noch momentan ein bisschen langsam unterwegs bin. So, Target Frame Rate. Wenn wir jetzt sagen, wir setzen die mal auf 50 Frames, wir sind da mal ganz großzügig. Übernehmen das. Bestätigen. Ach, schau einer an. Moment. Hier, weiter. Nee, hat doch nichts gebracht. Ich dachte, Entschuldigung. Gut. Boah, der Grüne ist aber auch hier groß. Eieiei, das ist das grüne Geschwür da unten. Egal. Wir machen weiter. Wir machen auf jeden Fall weiter. Ich bin sehr interessiert, was noch so passiert. Wie viel Geld machen wir denn eigentlich gerade? Dass wir vielleicht noch sagen können, wir 310, dann können wir es vielleicht uns leisten, auf Otero auch noch was zu bauen, was Schiffe angeht. Das weg. Zwei Schlachtschiffe und wir machen... Machen wir noch Plus? Ach, wenn man noch mehr als genug Plus. Dann könnten wir ja vielleicht auch noch sagen, wir machen das da oben. Das hätte mir vielleicht ein paar Runden eher einfallen sollen. Gut. Ne, das hat sich schon eher bemerkbar gemacht, aber das schaffen wir auf Lakerta vielleicht dann auch. Jawohl. Ach doch, das ist auszuhalten alles. Wenn ich jetzt auf Altair. Ich denke, die werden wahrscheinlich eh eine Blockade haben. Oder es wirkt sich nur auf die Ressourcen aus. Ich weiß es gerade nicht. Ich will es jetzt nicht unbedingt heraufbeschwören. 12 Runden, das ist mir eigentlich zu lang. Das lohnt sich schon gar nicht. Da schauen wir lieber, ob wir nicht noch irgendwas bauen können. So. 18 Runden. Ansonsten produzieren wir ja eigentlich nirgendwo weiter Geld. Das heißt aber fast, wir könnten auch mal wieder ein bisschen die Steuern senken. Nein, können wir nicht. Okay, wir lassen das. Hat sich erledigt. Und schauen jetzt mal, was passiert. Ich weiß, das sage ich gerne. Ich schaue gerne, was passiert. Ist doch immer interessant, das Ganze zu sehen. Okay. So. Wenn ich jetzt alle Züge ausführe, ja, das geht auf jeden Fall in Ordnung. Oder auch nicht. Das auf Ukima? Ach, das ist ja hier, genau, das ist sein Planet. Und ja. Ja, nee, also, Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil... Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, der zieht ja da noch ewig Schiffe rum. Ich glaube, das zieht einfach insgesamt alles ein bisschen an der Performance. So, wenn ich jetzt... Wir machen jetzt einfach mal von Anfang an Zielerfassung. Und danach Magnetfeld. Gut, und dann am Ende machen wir nochmal eine angepasste Strategie. Ich hoffe, das ist aber jetzt kein Fehler. Naja gut, es gleicht sich aus. Aber immerhin tankt er. Es ist schon mal nicht verkehrt. Also zumindest ist es für uns nicht verkehrt.
So, eins haben wir. Mit einem hat sich schon mal erledigt. Oh, seine Raketen sind böse. Ja, die sind zu böse. Aber wir haben noch eins von ihm mitgenommen. Um es mal so auszudrücken. Wir werden nicht kampflos untergehen. Gut, hätte ich mir jetzt eigentlich auch ein bisschen mehr erhofft, dass wir da ein bisschen mehr schaffen, aber dem war nicht so. So. Jetzt haben wir hier auf Gano, hätten wir es tatsächlich noch geschafft, ein Schiff fertig zu bauen. Jetzt hat er natürlich mittlerweile 5000 da unten rumstehen. So, wenn ich jetzt dann sage, dann haben wir 6000 ungefähr. Könnten dem Ganzen jetzt hier noch eigentlich einen Kommandanten zuordnen. So, wie lange braucht denn hier noch? Das bräuchte noch 2 Runden. Hält Gano noch 2 Runden durch? Ja, 2 Runden kriegen sie auf jeden Fall noch gebacken. Dann schauen wir, dass wir da ein bisschen eine stärkere Flotte herkriegen. So, und wir haben keine Forschung mehr. Schau einer an. Wenn wir denn jetzt sagen, wir forschen. Was forschen wir denn? Da brauchen wir 6 Züge. Könnten natürlich ein bisschen Militär forschen. Schau an, plus 250% Verteidigung auf Sternensysteme. Ist auf jeden Fall gar nicht verkehrt, wenn wir das noch irgendwo unterbringen können. So. Was ist denn das hier? Ein deutscher Stahlhelm. Hey, wer hätte es gedacht? Invasions... ja, okay. Invasionsbonus. Ich sag nichts dazu. Plus 60 Verteidigung pro Person auf Sternensystemen. Das wäre natürlich passiv, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Jetzt ist natürlich die Frage... Moment, der geht hier, da hoch. Dann... Und dann darüber. Würde gar nicht mal allzu lange dauern. Dann machen wir das doch mal. Bei 20 Runden können natürlich auch eine Ewigkeit sein. Nein, wir geben euch immer noch nichts. So. So. So, sie, sau. Ach, schau, da ist der nächste gleich. Wie mich das doch freut. Aber der dürfte hier... Genau, der hat fast keine Energie mehr. Das heißt eigentlich, wenn wir... Hier... Das kostet uns 1000 und wir haben übrig 4000. Komm, wir kaufen das eine Mal, dass wir uns da oben ein bisschen... Fuck. Luft verschaffen können. Mist. Verdammter Mist. Durch Blödheit gehört bestraft. In dem Fall mit 1000 zusätzlichen Kosten. Oh Mann. Das hatte ich nicht geplant. Ich Vollpfosten. Ich elendlicher Vollpfosten. Also für die, die es gerade nicht mitbekommen haben, weil es vielleicht zu schnell ging. Ich habe aus Versehen die Produktion abgebrochen und neu gestartet. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass der vielleicht die letzten Produktionspunkte aller Civilization abspeichert und dann umwandelt oder irgendwohin fürs nächste Projekt aufstaut und behält, aber hat er natürlich nicht gemacht. So, dann bauen wir das nächste. Und dann fliegen wir gleich darunter. Ich schaue mir bloß noch schnell die anderen Meldungen hier an. Okay. Okay, und dann nehmen wir dich hier und nehmen dich und machen, ja, was heißt machen, und du fliegst dann mal darunter. So. Ach, nicht dein Ernst, oder? Ich hätte vielleicht vorher nachschauen sollen. Oh nein. Also, man sieht wirklich, wie es gerade schief gehen kann. Es geht schief. Wo kommen denn die jetzt her? Da war doch eben... Oh, da war keiner. Echt, wir hätten... Ah. Ärgerlich. Ja gut, dann müssen wir... wir machen das hier. Wir setzen jetzt mal auf Angriff. Das hier. Und dann machen wir ein bisschen... davon. Und so weit werden wir wahrscheinlich eh nicht kommen. Die haben einfach mal das Vierfache an Stärke. Und haben uns eigentlich schon geschlagen. Ganz klasse. Ja, das war's dann auch schon. Super. Wirklich weit gekommen. Wir haben nicht mal eins zerstört.
Und sie schießen auf unseren Planeten. Ich bin echt begeistert. Das ist. Ah. Ärgerlich. Alles ärgerlich. Da teuer das Schiff gekauft und dann. Hat teuer durch die eigene Blödheit gekauft, muss man dazu noch sagen. Und dann hat es nie auch was gebracht. Ah, nein. Oh, was macht denn der Grüne da drüben? Die werden doch nicht im Krieg sein, oder? Das wäre ja fast von Vorteil für uns. Und ich sehe gerade, dass unser Einflussbereich hier echt massiv verschwindet. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht mal ankommen, ne? Ja, nee, tut er nicht. Aber wir können zumindest mal sagen, wir nehmen das Raumschiff hier. Hallo? Wir nehmen das Raumschiff, genau. Und fliegen damit dann, oder was heißt fliegen, und machen die erstmal hier zusammen. So, jetzt haben wir hier 5000 und die haben mittlerweile wahrscheinlich 6000 oder so. Ne, die haben auch noch 5000. Das ist gar nicht mal so dumm. Was heißt nicht so dumm, ist gar nicht mal so verkehrt. Drücken wir es mal so aus. So, das gehört uns. Dann könnten wir jetzt doch eigentlich da hochfliegen. Und da die trotzdem noch Peace sacken. Ich mache das jetzt einfach, weil mich das gerade reizt. Und da machen wir, was machen wir hier? Wir könnten ein bisschen für Akzeptanz sorgen. Haben die hier schon den Mond erforscht? Nee, haben sie nicht. Können wir das auf jeden Fall machen? Und ansonsten. Was kann man denn machen, dass die hier ein bisschen zufriedener sind? So, adaptive Besteuerung. Könnten wir zumindest mal ein bisschen mehr Geld rausbringen. Dann. Mehr Leute brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt, aber wir können ein bisschen auf Forschung setzen. Aber man sieht doch ganz schön, was sie entweder noch nicht geforscht haben oder einfach noch nicht gebaut haben. Ah, Entschuldigung. Für meine Nase. Auf Cygnus können wir auch noch was bauen. Und zwar könnten wir dann ein bisschen für Geld oder Nahrung sorgen, was uns denn gerade so in die Finger kommt. Geld schaut eher schlecht aus. Nahrung würden sie eigentlich noch plus machen. Stellt sich natürlich die Frage, was machen wir? Wir könnten ein bisschen Akzeptanz noch machen. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Wo war denn Cygnus überhaupt noch? Ich glaube, das war bestimmt einer der neuen, genau, da oben. Okay. Dann machen wir weiter. So, wenn jetzt der angekommen ist, dann schickt man die auf jeden Fall darunter. Ich hoffe, dass es was bringt. Dass wir das auch wirklich schaffen. So, Mond wahrscheinlich leer, so wie es aussieht. Genau. Produktion passt. So, jetzt schickt man die mal hier runter. Und ihr beiden kommt auch noch zusammen. So, das mit dem Klicken funktioniert gerade irgendwie manchmal nicht ganz so gut. Ach, was macht er denn hier? Ach, das ist, er erkundet wieder, schau ihn an. So, jetzt fliegen wir mal da runter. Diesmal schaue ich auch vorher nach. Und ich hoffe einfach mal, dass das Ganze funktioniert. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir da oben? 3258. Da werden wir mit einem Schiff echt nicht weit kommen. Gut, da kriegen wir vielleicht drei Schiffe zusammen. Wird auf jeden Fall nicht einfacher werden. Ich glaube, einen Planeten verlieren wir auf, also einen, Entschuldigung, ein System verlieren wir auf jeden Fall da oben. Da werden wir nicht drum rumkommen. Sei natürlich, der hat hier jetzt extrem wenig Leute. Was ich mir aber fast nicht vorstellen kann. So, der hat. Ach doch, schon, der hat nur 792. Das wäre ja sogar fast machbar. Okay, Justium. Hat keine Bewirtschaftung. Warum habt denn ihr keine Bewirtschaftung? Was ist denn mit euch los? Gut. Dann haben wir das mal schnell nachgeholt. Und ich hoffe, die haben immer noch. Na gut, abbrechen können wir es jetzt eh nicht mehr. So.
Jetzt schauen wir doch mal, was dabei rauskommt. Immerhin sind sie schon ein bisschen vorgeschädigt. Könnte uns von Vorteil sein. Weil ich jetzt gesehen habe, der hat hier auch drei Schlachtschiffe dabei oder sowas, das waren. Das ist natürlich nicht ganz so lustig. Wir machen... Was machen wir denn? Wir machen... Komm, kinetischen Schaden. Dann machen wir Zielerfassung. Wir setzen hier jetzt einfach mal voll auf Angriff, wie vorhin auch. Und dann machen wir Energieabsorption. So. Hat jetzt leider nicht ganz so viel gebracht. Naja, obwohl, wenn ich mir das anschaue, der nimmt doch ganz gut Schaden. Kurz, dass wir einigermaßen heil da rauskommen. Also verloren hat er auf jeden Fall. Das ist natürlich die Frage. Inwiefern wir das überleben? Zwei Schiffe? Gerade so. Also 50% haben überlebt. Wie gesagt, ein Dreadnought. Sieht man schön, ein Dreadnought und ein Schlachtschiff sind draufgegangen. Ja, ich sag mal, das ist vielleicht noch akzeptabel. So. Die hat auch wieder ein Level-Up, was uns sehr, sehr freut. Oh, was bist denn du? Plus 4 Verteidigung für Held. Auf Held. Okay. Und was ist das? Plus 3 Offensiv. Ach komm, wir machen Offensiv. Finde ich schön, man kann die echt zubuffen bis oben hin. Okay, Hexerfährung. Das heißt, wir haben jetzt... Wie viel... Was steht denn hier noch für eine Flotte? Leute, ich glaube... Ich bin kein Schwarzseher oder so, aber wenn ich mir das hier anschaue... 7000... 3x 7000... 9000... 8000... Ich bin sprachlos. Ich bin ganz ehrlich sprachlos. Das ist, also mit so viel habe ich dann doch nicht gerechnet. Ich hab vielleicht wirklich mit vielen kleinen Flotten gerechnet, aber mit so vielen großen. Oha. Der lacht uns doch aus. Der belächelt uns doch schon die ganze Zeit. Wieso hat der keine Flottenherrschaft? Wieso sehe ich das nicht? Moment, wo waren das hier? War doch hier, hier Woodstock 25%, Hischu 50%? Haben die Hischu tatsächlich noch mehr? Verstehe ich das gerade richtig? Boah. Oje, oje, oje. So, wie schaut es denn überhaupt aus? Wirtschaftssieg 2%. Lächerlich. Ach, aber schau, wir sind bei den... Bei den Hischu geht es mir wieder ein bisschen aufwärts. Ist vielleicht... Ja, was heißt, ist nicht so verkehrt. Wir haben den Blauen an der Backe, der... Macht hier eigentlich gerade Stress genug. So, jetzt mit 2000 werden wir da überhaupt nicht weit kommen. Das heißt, wir fliegen mal zumindest dahinter nach Altair. Hoffen, dass sich Ezio uns anschließt und dann wird das Ganze hier natürlich überragend werden. So. Da können wir... Was geht denn da alles ab? Was können wir denn jetzt hier noch machen? Da können wir eigentlich auch nicht viel machen. Wir invasieren hier immer noch. Dann gehen wir in die nächste Runde. Ich glaube, Pollux... die werden wir nicht mehr bekommen. Das schaut echt eng aus. Ich bin ja schon ganz froh, dass wir überhaupt Garnu da unten retten konnten. Auch wenn das hier eigentlich nur noch im Feindesgebiet, quasi wie Berlin, einfach nur noch eingeschlossen ist damals. Sie wird uns Zuben geben. Wo auch immer das ist, aber es wäre immerhin mal etwas. Ach komm, nee, wir nehmen das jetzt mal an. Wenn sie schon so gnädig sind und uns einen Planeten geben. So, Zuben. Was können wir denn auf Zuben machen? Antike Ruinen.
Wir könnten an sich erstmal für Geld sorgen.